Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Last Epoch, Let's Play Last Epoch. Wir sind hier im letzten Akt scheinbar und müssen uns noch durchkämpfen in dieses Dorf. Schauen wir gleich mal, wie das heißt. Peoborea, okay. Die Gegner sind recht anspruchsvoll wieder geworden. Wir waren ja ein bisschen overpowered. Und das liegt einfach an der Feuerresistenz vom Gegner. Wenn sie auch höhere Gegner sind, haben sie sicher hohe Feuerresistenz. Und auch, dass wir einfach höheres Level sind. Also die Level steigen ja von uns. Und deshalb sind die Gegner auch höher Level. Und deshalb sind sie auch stärker geworden. Ja, aber wir werden ja bald wieder sicher stärker. Wir müssen jetzt einfach irgendwie noch ein bisschen Penetration finden. Gehen ein bisschen unten durch. Dann haben wir auch wieder ein bisschen leichteres Spiel. Aber es ist schön, dass das Spiel so anspruchsvoll ist immer wieder. Das gefällt mir, weil ich ja auch immer wieder Anspruch brauche. Das braucht ja jeder, sonst ist es immer zu langweilig, wenn die Gegner nur umgenietet werden. Genau. Und hier sind Eisgegner, die verfeindet sind mit Feuergegner. Das ist auch sehr cool. Ja, da wirklich. Ja, die Entwickler machen sich halt immer wie mehr Mühe. Deshalb bin ich ja auch immer wie mehr glücklich über das Spiel. Also was sie jetzt in dem neuen Patch 0.7.8 bringen, ist gewaltig. Also da müsst ihr unbedingt mal ein paar Updates lesen in Form von ihnen. Weil das ist schon extrem krass, was jetzt kommt. Wenn das alles jetzt wirklich auch mit Patch 0.7.8 kommt, dann bin ich schon mega glücklich. Dann werde ich wahrscheinlich sogar mehr Parts bringen. Aber es ist einfach krass. Oder im Livestream, also kommt bei twitch.tv/dragobasel vorbei. Und dann seht ihr auch sehr viel mehr. Und dann werde ich wahrscheinlich immer einen anderen Charakter wählen, als der im Let's Play. In den Let's Play Parts kommt natürlich. Und ja, irgendwann mal werde ich natürlich auch die Ligen machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man die Ligen macht oder ob die schon drin sind. Da habe ich mich eben nie informiert drüber. Aber ja, in einem Livestream kann man natürlich mehr die Ligen machen. Also da im Let's Play eigentlich nicht die Ligen macht, weil. Ich glaube, es gibt noch nicht besondere Features dann, oder? Also wenn ich jetzt wirklich in eine Liga gehen kann und so, dann nicht. Oder wir können im Livestream mal den Hard-Modus auswählen. Also den ganz schweren Modus. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Masochismus-Modus oder so. Und da mal ein bisschen probieren. Aber was will ich für ein Beat nehmen, weil... Sicher der Blitz, der momentan das Beste ist, der wird genervt, 100%ig. Mit dem 7.8. Also möchte ich doch irgendwie etwas Defensives benutzen. Was auch im nächsten Patch da noch, ja, nicht gefixt wird oder so, nicht genervt wird. So, ein bisschen Tee trinken, weil ich habe ja echt momentan ein bisschen Probleme. Schmerzen im Ohr. Okay, die sind schon alle tot. Ja, ist sehr stark, aber ich bin stärker. Ja, ich bin nicht stärker, aber... Ich muss ihn ja irgendwie unterstützen. Ja, das ist er. Nein, jetzt kommt... Ja, der wird auch eingefroren. Jetzt wurde der erste Skelettkönig. Ah, er macht's. Okay, das ist ein Schild, stimmt. Aber wir werden natürlich nicht getroffen. Also was ist das ein Gott? Der ist ein Gott. Das ist der Gott des Südens. Irgendwie Phönix ist der südliche Gott. Nein, das ist irgendwie so ein Wüstenviech. Also ein Kamel oder so irgendwas, was in der Wüste lebt. Frostbite ist ja nicht so wichtig. Ist das wirklich du? Du trägst ein Fragment. Reihe. Schade, dass manchmal in den Ladebildschirmen nicht mehr diese Götter vorgestellt werden. Aber ich könnte mich jetzt gerade wirklich fragen, mit welchem Gott es war. Phönix. So, wir wurden teleportiert, aber ich wurde wieder zurück. Das sieht so schön aus.
Gut, jetzt machen wir die blöde Mission hier. Wo wir einfach ein paar Gegner töten müssen überall. Aber die müssen wir natürlich zuerst auch noch machen. Ich kann hier unten durch, nicht oben durch. Nein, es geht doch oben durch, aber dann wieder runter. Aber das ist halt einfach so, Gebiete in diesem Aktienmeer zu groß. Man ist nicht so richtig im Klaren, wo man hinlaufen muss in diesem Akt. Es ist ja auch der neueste Akt für mich. Auch für andere scheinbar. Also das ist der neueste Akt natürlich, aber für mich ist es so neu, dass ich jetzt noch nicht weiß, wo ich immer hinlaufen muss. Vor allem irgendwas verstehe ich nicht. Also in diesem Fortress. Ich glaube, ich war im alten Necromancer nie im Fortress. Oder? Das ist einfach nicht mehr in Erinnerung. Ich habe nie ein Fortress betreten. Also optisch war nie ein Fortress da. Dann gehen wir einfach jetzt dieses Mal als ja, Nicht-Story-Level dann mal dorthin und schauen das mal an. Vielleicht wurden sie auch gar nicht so ganz fertig mit diesem Akt. Kann ja auch sein, dass sie das irgendwann mal einfügen. Wenn sie zum Beispiel einen neuen Akt bringen. Ich glaube, sie bringen jetzt zwei Akts gleichzeitig raus. Also ich weiß, dass diese Konstellation irgendwo so im August oder im September kam. Und dieses Eisgebiet hier kam ungefähr so Dezember, Januar. Irgend so in dem Dreh herum. Da hat sich auch jemand ein bisschen aufgeregt, dass ich da die Patchnotes gar nicht so gut vorlese. Aber was soll ich vorlesen, wenn ich jetzt gar nicht so richtig da klarkomme in den Patchnotes, wenn sie zu wenig schreiben drüber. Wenn sie schreiben, sie bringen einen neuen Akt, dann weiß ich nicht, was das für ein Akt ist. Wenn sie schreiben, ja, der Akt wird da irgendwie Eislandschaften beinhalten, alles ein bisschen Schneemonster und so. Weiß ich wenigstens, was das für ein Akt ist. Dann kann ich es auch erzählen. Aber das machen jede Livestreamer einfach so vor einem Patch, zum Beispiel Path of Exile Season, oder? Und ja, reden da mega stundenlang darüber und dann haben sie auch die Informationen für die Leute. Aber ich als Videomacher, also ein Video, gerne würde ein Video machen, bin dann halt zu wenig informationell, oder? Das ist auch irgendwie so ein bisschen, ja. Das kann man also erst gar nicht in Videoform machen. Da muss man mega schneiden und mega Zeit investieren. Das kann ich auch wieder nicht. Ich habe so viel immer vor am Tag, dass ich nicht mal so richtig anfangen kann, live zu streamen. Und dann bin ich mega glücklich bin und dann so lange live streamen, bis ich auch wirklich sehe, dass alle Leute auch glücklich sind, dass ich aufhöre. Und dann immer wieder mehr als 6 Stunden, mehr als 12 Stunden, bis zu 12 Stunden geht. Das ist einfach krass. Das ist so etwas geil, einfach die Zeit dorthin zu bringen. Und dann einfach zu merken, man hat zu wenig Zeit für alles andere. So, wir müssen nämlich diese Leute töten. Die Leute retten, aber diese Gegner töten. Diesen Clan hier, Mangari-Clan, die anführt. Okay. Das wäre ja auch nicht schlecht, noch mehr Ware zu bekommen, aber ich finde irgendwie solche Sachen sollte man nicht ausrüsten müssen. Nehmen wir einfach mit. Ist ja klar. Aber nutzen werde ich das wahrscheinlich nie wissen können, wollen. Wir haben genug Ward, aber einfach zu wenig Defensive, damit der Ward nicht so schnell weggeht. Auch Rotations. Aber vor allem die Defensive, dass man, wenn man Schaden bekommt, nicht so viel gefressen wird vom Ward. Oder? Ist ja klar. Also eben den Glancing Blow nach oben setzen, den Dodge Rate nach oben setzen und die Resistance nach oben setzen. Und dann eher solche Sachen noch ausrüsten gleichzeitig. Und dann ist ja man wieder auch weniger Low Life. Das ist auch wieder das Problem. Also irgendwie nützt mir das eigentlich nicht so viel. Würde ich wahrscheinlich nie leisten müssen. Wieso habe ich jetzt das hier? Das Kringel, ich muss ja da oben hin. Ich kann
Fragen über Fragen über dieses Game. Das lässt mich einfach nicht so. Ja. Ein Spiel muss halt einfach erklären können. Und das kann Last Epoch einfach gar nicht. Das Spiel lässt sich nicht erklären. Das Spiel tut sich einfach mit Zeit lernen lassen, aber es tut sich nichts lernen. Also man lernt einfach durch die Fehler, die man macht und so weiter. Und das ist ein bisschen doof. Ich möchte lieber irgendwie auch wissen, was ich genau machen muss. Das ist das größte Problem an Last Epoch, dass man einfach nicht weiß, was man genau machen muss. Man immer wieder Probleme hat mit den, ja, Questzielen, mit den Skillungen, was man nicht unbedingt skillen sollte, ob man die Items überhaupt nutzen soll oder kann oder muss. Und das ist einfach das Problem, oder? Ja, da ist nichts, stimmt. So, nochmal Feuerball, das ist sehr gut. Wir brauchen ja noch mehr Schaden bei Spreading Flames. Weil das tut ja eigentlich auch den man treffen tut, anzünden. Und deshalb macht das Schaden natürlich schon stark nach oben, oder? Weil wenn ich jetzt einen Boss das nicht machen kann, bin ich ein bisschen enttäuscht. Weil da nur ein Gegner ist. Ich denke schon, also der Brandschaden ist jetzt einfach noch ein bisschen gering, weil ich noch nicht so Items habe. Ja, das Item dann bald ausrüsten kann. Ja, in einem Level. Ja, genau in diesem Level, das wir jetzt bekommen. Sehr schön. Und dann hoffentlich mal ein bisschen genügend Brandschaden machen. Damit Gegner und Bosse nicht mehr so zäh sind. Also man muss eigentlich nichts ausweichen. Geschosse machen zu wenig Schaden bei mir jetzt. Okay, eins auf dieses natürlich. Ah, das ist nur mehr Potions. Naja, mache ich einfach mal eins rein. Endlich, Mensch. Mensch, Maya, ey. Das letzte Item, das war das Schlimmste. Weil das einfach zu hochlevelig ist. Aber sehr gut. Ja, der Schaden ist jetzt nicht optisch oder geschwindigkeitsmäßig hochgegangen. Ja doch, schon. Wir wurden schon stärker, aber der Gegner war gerade sehr sonst. Also ich glaube, ich gehe falsch an. Ich muss oben durchgehen. Ja, unten durch. Weil ich das letzte Mal das untere nicht so gut erreicht habe. Deshalb gehen wir zuerst zu diesem zurück. Sonst haben wir da einfach zu lange Wege. Es ist so kompliziert alles irgendwie auch zu finden. Dass ich da eher lieber einfach verstehe, wo ich hin muss. Das waren meine Beschwörer, meine Spiegelbilder. Okay. Ja, jetzt sind wir hier noch ein bisschen mehr Defensive, bitte. So, der erste ist hier. Das ist der nächste scheinbar. Optisch, also die Zahlen wurden nicht größer, oder? Doch. Overtime, ja. 5 Intelligenz macht nur den Damage hoch, aber das ist nicht so richtig einsehbar. Okay. So gut sind diese Lows leider auch noch nicht, also nicht so optisch. Muss man noch stärker werden. Die Zeit immer mitnehmen, um zu erkraften. Ich glaube, jetzt sollte man runtergehen, wenn das wieder weiter weg ist. Linguards? Okay. Man sieht einfach keine Map, man sollte eine größere Map sehen können. Melee Attack Speed hast. Ein Non-Crit-Bild. Nahkampf-Bild. Machen. Und dann mega Angriffsgeschwindigkeit haben und so. Avalanche? Nein, Avalanche ist ja nicht so ein Ding. Nahkampf. Ich würde gerne wieder mal ein Sentinel machen mit einem der dieser Nahkampfangriffe. Weil, glaube ich, Warpath ja nicht so prockt mit den Dinger.
glaube, ich muss den rechts unten nicht nehmen, weil der ja am Anfang war. Ja, Nahkampfbeziehen halt einfach zu schwer für mich, weil ich da noch nicht so viele Items habe, die mega defensiv sind. Ja, ist mir da nichts drum kümmern über das Item. Einfach dann, wenn wir es brauchen. Weil, ja, Nahkampfbeats natürlich ein bisschen schwerer haben, wenn sie mehr getroffen werden. So. Ja, jetzt bin ich gestorben, weil ich da drin blieb. Wieso ist das Blizzard so stark gewesen? Wieso konnte ich nicht Heiltränke einsetzen? Ich habe einen Heiltrank eingesetzt, es hat nichts gemacht. So ein dummes Zeug. Jetzt bin ich doch gestorben das erste Mal, weil ich das nicht gecheckt habe. Andere Sachen geschaut habe. Die Helpbar angeschaut habe. Ah. Es wird alles natürlich wieder resettet. Das ist so dumm von diesem Spiel. Dass wenn man stirbt, alles resettet wird. Die ganze Ebene resettet wird. Wieso? Vor allem auch die Maps resettet werden wieder. Das ist so dumm. Mann, die Gegner sind immer zu stark. Also, irgendwie haben Eisgegner immer am meisten Schaden. Oder Blitzschaden. Gegner. Auf jeden Fall. Elementargegner immer am meisten Schaden. Mann. Einfach so große, zu starke Angriffe. Bei den anderen Gegnern sind sehr die normalen Angriffe, die unscheinbaren. Also zum Beispiel Giftpfützen oder so. Oder diese Void, diese Zielsuchen oder Void-Geschosse. Und, ja, es ist einfach nicht passiert, leider. Eine gute Rüstung eigentlich. Ich könnte es nie brauchen, weil ich brauche ein Grenzsymbol. Nehme ich nicht mit. Jetzt bin ich gerade echt überrascht, dass ich so schnell gestorben bin. Eigentlich habe ich ja Q gedrückt. Eins gedrückt die ganze Zeit. Aber irgendwie funktioniert das nicht, wenn du in einem Stunlock bist. Also dieses Spell hat bei mir das unterbrochen, dass ich Heiltränke trinken konnte. Irgendwie so. Es hat auch wieder ein Problem von diesem Spiel. Dass du, wenn du irgendwie angegriffen wirst, nicht Heiltränke trinken kannst und manche Fähigkeiten auch nicht ausführen kannst. Das ist so dumm gemacht. Also da muss ich die Entwickler bitte nochmals drüber gehen und das fixen. Weil eigentlich ist es ja nötig. In einem Action-Spiel sollte man nicht Stun-Locks haben. Wieso haben die Entwickler da immer wieder Gegner, die mega stunnen? Also es ist einfach. Manche Sachen machen die Entwickler einfach noch falsch. Noch viel zu falsch. Dafür machen sie immer viele Sachen sehr gut. Nur eben, wenn sie viele Sachen falsch machen, macht das Spiel halt auch wieder weniger Spaß, weil man auch wieder ein bisschen wütend über das Spiel wird. Es geht doch weg. Unglaublich, diese Videos. Das nervt mich jetzt wieder. Dass man einfach nie auf Nummer sicher gehen kann, dass man nicht stirbt. Also, dass man einfach nicht zocken kann, ohne zu sterben. Man einfach irgendwann mal stirbt, weil man irgendwie auch ein bisschen schlecht gerade irgendwo drin ist oder so. Ich dachte wirklich, dieses Wirbelzeugs, das macht keinen Schaden oder ist halt einfach nicht so existent. Für mich nötig, also zum Schauen, oder? Also, es ist doch worthless. Also, es ist auch vorne war kein. Hey, ich habe nicht zwei Gebiete gebraucht, bis ich hier hin kann. Keine Ahnung, was ich hier hin. Ja, einfach wieder zurück, aber das wird nicht angezeigt als Questmarke. Also hier ist keine Ding. Ich muss jetzt hier hin. Okay, das haben sie noch nicht eingefügt, scheinbar. Es wird ja immer angezeigt, wo man hin muss. Ah, Mann, ich bin gestorben. Ich wurde da noch zu einem Onet. Ja, Deathless halt. Ja, wollte ich Deathless sein noch einige Zeit. Aber es ist für mich eher ja eine Challenge. Und die Challenge habe ich halt nicht erfüllt, oder? Also jetzt auch noch kurz in das Gebiet zurück und dann nach oben.
scheinbar. Also hier irgendwo auch das Gebiet, wo man hinreisen muss, hinschreiben, wäre natürlich schon cool. Also klein irgendwie zu stehen, was man jetzt genau machen muss, also in ganz Kurzform so mega, dass man nicht versteht, was auf Deutsch sowieso, also als Deutscher. Hä, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin, damit ich hier hinkomme? Ah, man muss da zu diesen Menschen gehen. Getroffen haben Anfang Parts. Verwirrung in diesem Spiel immer. Das kann man machen, einfach immer lernen, oder? Ja, manche Menschen sind so erfolgsorientiert, dass sie gar nicht merken, wie viele Fehler sie machen. Aber ich in einem Let's Play natürlich da auch die Fehler eher wahrnehme, oder? Kann ja auch gut spielen für euch. Weil ich kann halt auch nie Profi werden, wenn das Spiel jetzt auch immer wieder so viele Neuerungen reinmacht oder so. Was ist es genau? Because Lightning Damage doubled if you have. Also zweimal erhöhte Lightning Damage, das ist ja ziemlich nützlich, nur sind Lightning Space ja eher Crit-basierend. Ja, schon zum Nutzen, aber nicht zum... Hä, muss ich da wieder in die Stadt? Und einfach raus, nochmals oben raus. Ja, wieso teleportierst du mich wieder hier hin? Verstehen tue ich es nicht, wo ich jetzt hin muss. In der Tundra. In der Cavern. In den Nests. Okay, gehen wir einfach mal hier raus. Das Spiel, nach einer Stunde bin ich wieder K.O. wegen dem Spiel, während der Kampagne. Aber bei den Maps kann ich wieder mega lange grinden und das muss man dann eher im Livestream machen, weil ich sonst zu wenig schnell vorwärts kann. Okay, in diesem Gebiet, nach diesem Baypunt, nach Norden. Sag mir doch das, liebes Spiel. Das hätte ich sonst nicht gefunden. Ohne Markierung hier. Und ohne Symbol, wo man hin muss, hätte ich das nicht gefunden. Das ist auch immer so kompliziert gemacht. Die Maps sind einfach zu kompliziert gemacht von den Entwicklern. Lieber irgendwie, ja, schon ein bisschen einen roten Faden einfügen, aber dafür die Gebiete noch währenddessen ein bisschen umfangreicher machen. Also, dass die Gebiete nicht storyrelevantes Ding haben. Also so ein Gebiet zum Beispiel eine rote Linie hat, aber sonst noch umfangreich irgendwie in der Map viele Wege hat. Wie zum Beispiel Dungeon Siege war auch immer sehr interessant. Dass eigentlich immer einen roten Faden gab, Dungeon Siege 1 und eigentlich auch 2, aber dafür das Gebiet immer wieder Schätze hatten. Es gab immer sehr coole Secrets. Ja, das machen diese Entwickler wahrscheinlich niemals, weil sie das Game ganz anders geplant haben. Was mir da ein bisschen wieder mehr sauer aufstellst. Na gut, ja. Es passt halt nicht jedes Game zu einem. Ich bin halt jetzt einfach schon ein Profi und möchte die Games eigentlich so haben, dass ich sie verstehe. Und ich gerne halt einfach unsicher bin und nicht weiß, wo ich hin muss. Aber die Entwickler wollen ja das scheinbar. Echt mega rätselt. Bei der 2 hatte ich geil. Die Müdigkeit kommt leider auch schon nach einer Stunde aus der Epoche. Ja, ja. Ich bin einfach momentan zu krank oder man wird einfach zu schnell müde beim Zocken. Und deshalb spiele ich momentan auch nicht so gerne so komplizierte Spiele, wo man jetzt rätseln muss, wo man hinlaufen muss. Alles Mögliche, oder? Ist halt einfach momentan nicht so der Zeitpunkt für mich, wegen der Mittelohrenentzündung. Immerhin habe ich andere Entzündungen, andere Orte, keine Entzündung. Was muss ich denn hier?
Das sind doch die Ice Caverns. Aber haben wir irgendwas gelöst da? Weil es ist weg. Ja, gut. Kein Feedback gibt's, liebes Spiel, dann weiß ich nicht, wann die Quest fertig ist. Oder einfach nicht mehr weitergeht. Aber scheinbar sollte ich einfach zum Boss, zu meinem Boss gehen und dann die anderen Quests nebenbei machen. Hey, nicht so auslassen! Weg da! Ich habe Berührungsängste. Ja, ja, da kommst du wieder, hä, du Mausbub. Weg da. Pingelig. Das macht mich pingelig. Nee, sie haben auch gespielt. Das ist nur Rollerplay. Ja, und Twitch habe ich auch gemerkt, die Leute wissen, wann ich Rollplay mache. Bei YouTube habe ich immer wieder Probleme gehabt, dass die Leute es dachten, ich würde es wirklich echt meinen manchmal. Ich sage, ja, zum Beispiel eben in einem Action, in einem Spiel wie Champions of Recon, wo man einfach gegnerische Spiele hat, ich würde auf die Süden losgehen, haben sie mich angegriffen, weil ich ein bisschen Rollenspiel gemacht habe. Wo soll ich sagen? Oh, das sind wieder Süden, die sind so nett, komm, wir spielen mit ihnen und so. Das würde ich eh nicht machen, ich muss ja irgendwie kampfbetont sein. So habe ich dann einfach irgendwie mal Haters bekommen. Und die Leute wollten einfach nicht weghaten, also aufgeben. Habe ich einfach gemerkt, die sind echt extrem narzisstisch. Die haben Borderline oder sonst irgendwas. Weil anders geht es gar nicht, wenn sie nicht verstehen, dass ich nur Roleplay mache. Wenn sie das nicht akzeptieren, dann haben sie Borderline für mich. Dann sind sie hinter einer Wand. Aber dann haben wir wieder die Probleme, dass sie das nicht akzeptieren, dass sie Borderlands haben und dann noch mehr kicken. Das war leider da mal der Fall im November, Dezember. Und oh Gott, was das Schlimme. Wenn man Leute einfach nicht zur Vernunft bringen kann, wenn Leute einfach nerven, weil sie sich irgendwie angegriffen fühlen. Wieso fühlen sich Menschen angegriffen, wenn man irgendwas erzählt, was sie betrifft? Wieso fühlen sich Menschen immer angegriffen? Also sehe ich auch bei meinen Verwandten immer wieder, wenn ich irgendwas erzähle, wie zum Beispiel, ja, es geht halt nicht so gut, ich kann nicht immer zu den Verwandten reisen und so, fühlen sie sich angegriffen. Aber wieso fühlen sich Menschen immer angegriffen, wenn irgendwas nicht so richtig klappt? Aber jemand Verständnis haben, dass er schwere Krankheiten hat, immer wieder sehr viel Mühe hat mit Stress, dass man einfach nicht irgendwie jemanden besuchen kann, und das deswegen. Weiß niemand. Niemand versteht meine Krankheit. Ich habe ein Stressproblem. Ich kann Stress nicht abbauen, einfach so. Also schon, aber zu wenig schnell. Das ist einfach das Hauptproblem. Das ist die schwerste Krankheit, die ich habe. Das ist nicht Diabetes. Diabetes ist zwar auch eine schwere Krankheit, also Typ 1. Aber die schwerste Krankheit bei mir ist Morbus Addison. Das ist neben Nierenhormonsuffizienz. Und da hat man einfach zum Beispiel dieses Hormon, das für den Stressabbau ist, nicht so oft. Man hat einfach Suffizienz, also eine Untergenerierung von dem Antimittel, das der Körper macht zum Stressabbau, produziert. Und da muss man halt Medikamente zum Erholen nutzen. Wenn man die Medikamente nicht nimmt, dann hat man halt immer Stress. Kann der Stress gar nicht mehr abbauen und nicht mehr gut genug. Und dann muss ich immer wieder öfters, wenn ich irgendwie Stress habe, und öfters mehr Medikamente nehmen. Das kann man halt nicht so kontrollieren. Dann habe ich manchmal zu viel Stress. Also das ist halt einfach so. Du kannst das nicht dosieren. Es ist der Körper, der unterschiedlich viel produziert und wieder wenig produziert und alles mögliche. Und das ist so doof, also ich weiß nicht, ob meine Krankheit oder irgendwie Krebs oder so noch schlimmer ist. Ich kann es ja nicht fühlen, wie viel stärker Krebs sein könnte, schwieriger sein könnte. Aber Krebs ist halt eher tödlich. Das ist ja auch dann wieder irgendwie so ein bisschen eine Erlösung von den Schmerzen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da ich so viel Stress habe und so gut einfach Stress aushalten kann, könnte ich ja sogar noch länger leben oder so. Also dass ich einfach noch länger die Krankheiten aushalten muss als Krebs, wo man einfach stirbt und dann irgendwann mal oder einfach Schmerzen hat, mal Chemotherapien machen muss und so weiter.
Aber ich finde irgendwie, den ganzen Tag Stress zu haben, schlimmer. Das ist einfach mega schlimm für mich. Das nehme ich jetzt mal nicht mit. Das ist also ein mega fettes, großes Teil. Nehme ich mit. Ein Static Charge, ja, generieren. Ich weiß nicht. Brauche es nicht. Ich liebe das nochmals finden, wenn ich es brauche. Dann finde ich es mal wieder nicht. So, jetzt machen wir noch kurz den Boss in diesem Part. Weil ich dann auch Livestreams machen kann wieder. Und ja, dann mache ich eben einfach dann weiter morgen, wo ich weiter bin im Livestream. Ich hoffe, dass der Boss jetzt aber sofort kommt. Ja, ich glaube, er kommt sofort. Das Gebiet kennen wir ja auf dem Map schon Ewigkeit. Kommt schon recht schnell. Und dann muss er morgen mehr länger hochladen. Ich habe morgen einfach den Hausarzttermin, also der neue Hausarzt und Diabetesberater. Der ist nämlich sehr, sehr gut, ein mega talentierter Hausarzt. Diabetesberater zusammen. Und ich hoffe, dann werde ich einfach auch ein bisschen besser wissen über meine Krankheit. Die habe ich nämlich schon seit 2000 und ich habe irgendwie 20 Jahre nichts gewusst über diese Krankheit. Nix. Die Leute haben mir so einfach mir das nicht erklären können, die Ärzte, weil das einfach eine Krankheit ist, scheinbar die nicht so alle kennen, Ärzte. Naja. Wenn man halt autoimmune Krankheiten hat, dann ist man halt ein armes Schwein und dann ist das einfach. Ich merke einfach auch immer wieder, wie schlecht ich Games zocken kann, weil die Games einfach zu anspruchsvoll werden. Je mehr die anspruchsvoll werden, desto mehr Stress bekomme ich. Einfach, ja, einfach der innerliche Stress, nicht der äußerliche. Also, ihr seid nicht irgendwie rasend. Ihr seid eher irgendwie, ja, fertig. Fertig mit den Sinnen. Und die Games strengen einfach die Sinne noch stärker an als das Real Life. Weil die Games ja auch immer wieder grafisch anforderlicher werden. Und deshalb spiele ich auch gerne Retro-Games. Damit es mir nicht so extrem auf die Sinne schlägt. Also Last Epoch ist halt schon eine zu schöne Grafik, um wirklich mega lange spielen zu können. Das ist nun mal so. Vor allem diese ja, Glänzeffekte und Unschärfeffekte, die sind mir so ein bisschen im Dorn im Auge. Die machen halt auch sehr viel Stress. Naja, dann ist das so. Andere, also ich sehe mit Let's Play, die wissen, die sagen gar nichts über ihre Krankheit. Dann erfährt man das über Instagram oder so, oder? Und dann sagt man so, ja, wieso haben die das nie gesagt? Ich habe sicher schon viele Leute nicht mehr so gemocht, weil sie irgendwie komisch waren, weil sie irgendwie so eine psychische Krankheit hatten oder so. Wenn mir gesagt wird, der hat zum Beispiel, ja, so Krankheiten, oder? Dann verstehe ich das auch besser, oder? Also ich sehe viele Let's Player und Livestreamer, die Borderline haben oder Schizophrenie haben oder so. Und immer irgendwie so komisch machen, weiß es auch nicht, wie so. Aber es hat irgendwie gar keinen Grund für keine Sicht auf Geistessehen. Also die tun sich an das Übrigen. Das ist dann ein anderer Effekt auf die Sache, oder? Was sie, wie sie Let's Playen oder wie sie machen. Es ist ja auch so, dass viel, viel zu greedy sind. Immer wieder sagen, bitte Creator Code eingeben. Bitte abonniert mich. Bitte liked mich. Ich bin doch so ein armer Mensch. Ich habe ja gar nichts. Ich habe nur unter Millionen von euch, oder? Aber ja, ich muss noch mehr machen. Das ist zum Beispiel PewDiePie. Ungefähr so ist PewDiePie. Ich habe ihn zwar fast noch nie gesehen, aber so sagen wir einfach immer wieder die Nachrichten, so, dass er die ganze Zeit irgendwas braucht, Charity und alles mögliche machen muss. Und eben YouTube only sein muss. Also ein Lizenzabkommen haben muss. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen betroffen. So müssen Leute sich an eine Webseite scheren. Wieso lassen sie sich kaufen? Wieso? Und auch eben diese Netzwerke. Da werden Let's Play und Livestreamer einfach nur manipuliert, mehr nicht.
keinen Netzwerk-Battle, bitte. Unterstützt nicht noch mehr die Netzwerke. Und mach bitte kein E-Sport, das ist die größte Sucht, ey. Oh Gott. Ich immer wieder sehe, wie die Leute greeden drum und ob sie 100.000 bekommen oder nicht. Ist schon schlimm genug. Also diese zwei Quests, diese Nebenquests. Also nein, die Quest ist ja noch hier. Die muss ich noch beenden mit euch. Aber wo ist das Grail? Wo ist der Grail? Ist das dieser Gott gewesen? Aber wo ist Grail jetzt? Ich glaube, der ist noch oben in der Map. Aber seht ihr, jetzt haben wir keine Location wieder. Ja. Der ist nachher hier oben wahrscheinlich irgendwo versteckt. Ja. Na gut, dann werde ich das halt einfach in einem der nächsten. Ja, das haben wir ja schon gemacht im Let's Play, also muss ich ja nicht mehr zeigen. Das suchen wir dann im Livestream nachher. Würde ich gerne natürlich nochmals einen Livestream machen. Also im Livestream weitermachen. Und im nächsten Let's Play Part seht ihr dann einfach den Fortschritt des Charakters. So, jetzt haben wir so viele Items noch gehabt. Ob die machen wir dann im Livestream weg. Und dann in die Kiste oder verkaufen. Das sind eigentlich alle nicht so gut. Ja. Also ist auch gut. 8% Damage die to Mana before Health. Nur eben, man hat meistens nicht genug Mana. Das nützt mir das auch nicht. Verkaufe ich. So. Tschüss zusammen und ja, viel Spaß noch mit weiteren Videos oder Livestream. Oder andere Sachen. Tschüss.